Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Sodele, wir machen uns auf den Weg zu den Sammelaktionen. Die hätte ich ganz gerne. So, kommen wir da auch vorbei. Wir treffen uns da. Alles klar, check. Machen wir so. Ich versuche hier mal außen rum zu fahren. Wahrscheinlich ist das der längere Weg. Alter, geh leck. Mach doch nicht sowas. Nach oben. Manchmal habe ich das Gefühl, einfach der Route zu folgen, ist einfacher, als hier eine Abkürzung zu suchen. Weil die Abkürzung mich einfach viel mehr Zeit kostet. So. Spring mal da hoch. So. Gehen wir da hoch. Ach, da geht's gar nicht lang. Ups. Nichts passiert. Bin nur hingefallen. Alles gut, Männer. Geh, ich komm hinterher. Doch da oben, ne? Es ist auch ein Quatsch, was ich hier mache. Menschenskinder. So, da ist wieder ein Heli-Huber. Alter, wo laufe ich denn lang? Da nähert sich ein Helikopter. Aufpassen. Ja, wir sind im Kampf. Nee, wir werden nicht gejagt. Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job. Ja, das ist schön. Wie so kleine Bergziegen. Na komm. Mountain Rangers. Hier ist ein Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. So. Gut, haben wir den ersten Punkt schon abgelaufen? Das nächste ist... Das ist ein etwas größeres Camp. Das ist ein etwas größeres Camp. So. Los geht's. So muss es laufen. Ey, wir passen da durch, wir passen da durch. Sag ich doch. So, dann. Das ist ja nicht meine Geländeeinweisung. Einfach drüber. So, 104 Meter. Scharfschütze im Turm. Die Drohne ist oben. Ach komm. Schlechtes Signal. Die stören die Drohne. Hat einen Tango. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Scharfschütze im Turm. Ich gehe in Position. Ich brauche eine bessere Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel erfasst. Bin bereit. Roger, Ziel erfasst. Gib Zeichen. Tango am Boden. Sehr gut, dass der Alarm den Kippen abschalten. Einsatzstufe, hey. Das ist sehr geil. 21 Sekunden muss man noch warten. So, hier denn. Ist Ziel Nummer 5. Ah, da unten kann ich nichts einsehen. Jetzt
Zwischen den Zelten und dem Gebäude wird wahrscheinlich noch einer sein. Ein Versorgungsheli des Kartells. Kapern wir ihn und lassen die Ladung den Rebellen zukommen. Den nehmen wir dann noch im Anschluss mit. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Boah, das sind echt einige, gell? Habe einen Generator gesichtet. Das ist Störsender. Da ist noch ein Sniper. Schaffe Position auf dem Turm. Brauche neue Position. Hab das Ziel. Ziel markiert. Okay. So, der Alarm war hier vorne. Das war der letzte Alarm. Aus der Luft kriegen die keine Verstärkung mehr. Sehr gut. Das ist das, was wir wollten. Unsere Ruhe. Okay. Wenn wir das Ding hier auch fahren? Bitte? MTW-Fahrer. Ja, da wird nur Verstärkung gerufen. Huch, zu schnell. Soldaten, er ist allein. Ich sehe niemanden. Hinten am Reifenstapel. Zurück, bevor sie dich entdecken. Schwierig. Geh in Position. Ich hab das Ziel. Deck alles hin. Ich sehe zwei Unidad-Soldaten beim Reifenstapel. So, wo ist jetzt dieser andere Knüchte? Ah, in dem Ding mit Schränk mit drinne. Hier ist eine Waffenkiste. Ja, zu spät gesehen. Da hinten lief noch einer. Ich sehe 10. Das war scheiße knapp. Ah, kann ich gebrauchen. Maschinenpistole. So, den Hammer. Ich gehe in Position. Eine gute Position. Alles klar, geh in Position. Sehe zwei Soldaten. Bin bereit. Sag mir wo. Nahe des Reifenstapels. Bereit. Auf deinen Befehl. Habe einen. Da läuft er. Es wird schon wieder dunkel, gell? Como se siente? Veo mal.
knapp. Okay, mehr als nur knapp. Da ist sogar noch ein Dokument. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Das Dokument hätte ich gerne noch. Hab einen Unidad-Soldaten. Sag mir wo. Dicht beim Lagereingang. Oh, das ist eine ganze Menge, hä? Schnappen uns gleich den Heli. Okay, hier soll irgendwo ein Dokument sein. Wo ist das? Ist das innen drin? Da komme ich nicht rein. Oh, wo kommt man denn da rein? Treppe wahrscheinlich hoch. Heli im Anflug. Da. Das ist Dokument oder ein Abspielgerät? Nee, ein Dokument. In diesem Blogpost kommentiert Ramon Files oder Files die Gründung der Unidad und stellt ihre Redlichkeit und Wirksamkeit in Frage. Sehr schön. Hangar ist nochmal eine Ration bzw. Nachschub. Sehe einen Unidad-Soldaten beim Lagereingang. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Ja, wie viele sind denn hier? So, hier einmal. Da drüben nochmal. Wie viele hocken denn da? Da ist noch einer. Mach 10. Das sind zu viele. Es sind zu viele, es sind zu viele, es sind zu viele. Wir steigen jetzt in den Flieger und düsen los. So. Ich bin der Pilot. Ich sitze, los geht's. Oh nein. Ach, fuck. Tja, es gibt schließlich noch andere Helis da draußen, oder? Ach komm. Ach, das ist ja. Das ist ja ätzend. Ach, geh leck. Kurz vorm Aufprall noch rausspringen. Naja, wie er schon sagt, es gibt noch andere Helis. Ach, richtig gut. Das war jetzt...
Das war jetzt nicht so prall. So, wo sind wir denn? Wir sind. Oh, hier. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier runter. So, wie weit hast du? Oh, wir sind genau an der Absturzstelle. 500 Meter. Sag bitte nicht hinter diesem Berg. Es wird hinter diesem Berg sein. Warte mal, ich mach mal Nachtsicht an, gell? Das wird mir wieder eine grüne Folge. Zum größten Teil. Nee, ist doch nicht hinterm Berg. Das ist gleich hier vorne im Tal, oder? Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ach du Schande, das ist schon wieder so. Das Gebiet ist Augen auf, wirklich. es sind Gegner in der Nähe. Das Gebiet ist Für einen wirklich. Soldaten ist Alarm, Alarm am Start. Helipad checken. In nächster Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. Sie sehen dich gleich. Verzieh dich. Geh in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Habt ihr sie? Ziel markiert. Ich sehe das Ziel. Eröffne das Feuer auf diese Erschütze. Die sehen dich. Da sieht mich keiner. Da sieht mich keiner. Ich glaube, sie haben ihren Kollegen gefunden. Ist sie gleich runtergefallen? Nee. Alter, finde ich, hier sind doch ganz schön viele. Warte mal, kann man eine Drohne starten oder ist hier auch wieder ein Störsender? Drohne fliegt. Nee, ist nichts. A todas las unidades, comiencen el ataque. Da. Alter. Kontakt im Feld. Alter, Finne, wie schnell sind die denn bitte? Danke. Granate kommt. Granate, Vorsicht! Oh, und es kommen immer mehr, es kommen immer mehr. Ich brauche die Nachtsicht. Oh, das liegt einer am Boden, liegt einer am Boden. Ah! Ich hab dich, halt einfach durch, bin auf dem Weg. Das ist heute nicht mein Tag. Heute ist Mittwoch, der 24.01. Und es ist heute nicht mein Tag. Richtig gut. Gehen wir jetzt anders an. So, wie weit sind wir zurückgeschmissen worden? Ein bisschen. Ja gut, okay, das geht. Pass auf, Drohne hoch. Setze Drohne ein. So, der Alarm ist auch wieder ganz, oder? Wir haben Alarm am Start. Ich sehe ein zweites Ziel. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Scharfschütze im Turm. Die haben Lichtpaneele hier. So, der Alarm muss definitiv aus. Dann war hier noch einer. Wir sind jetzt bei 10. So, haben die auch Gefangene? Oh, warte, ich warte, warte. Generator. Ah, zu weit weg, zu weit weg. Ich habe noch nicht alle. Okay, kurze Cooldown-Phase. Ich bin zu weit weg.
Braucht dieses Blinken. Wo ist das Blinkeding da? So viel zum Alarm. Es wird keine Verstärkung kommen. Okay, bin unterwegs. Ich brauche eine bessere Position. Verstanden. Unterwegs. Okay, Ziel markiert. Roger, Ziel markiert. Kann loslegen. Hab ihn, er ist tot. Okay. Auf jeden Fall liegt da oben im Turm noch ein Dokument. Das holen wir uns. So. Cooldown-Phase läuft. Zwei. Eins. Geht. Ich gehe in Position. Position gehen. Moment, suche eine gute Schusslinie. Bereit für den Angriff. Tango getroffen. Zu dunkel. Das ist zu hell. Komme ich da irgendwie hin? Okay, laut Radar sind da aber noch ein paar Unentdeckte. Ich starte mal kurz die Drohne. Noch ein dritter. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Das macht fünf. So, das sind die letzten fünf, okay. Machen wir erstmal die drei hier. Geh in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Sekunde, geh in Position. Ziel markiert. Roger, Ziel markiert. Abschuss bestätigt. Perfekt. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Seht mal da, Waffenkiste. So, Hammer. Das wollte ich schon immer. Sehr schön. Nochmal ein Sturmgewehr. So, dann kurz auf den Turm hoch. Damit die Rebellen den Nachschub holen. Kurz den Turm hoch, das Dokument noch holen. Da ist es. Was haben wir hier? Auch so eine Art Sprachnachricht, oder? Ich wollte mich nur melden, Karen. An einem Außenposten in Banegas wurden wir Zeuge, wie sich ein Unidad-Trupp mit ein paar Rebellen angelegt hat. Die Rebellen waren schlau, haben ein paar Kerle ausgeschaltet, die Soldaten weggelockt und einen nach dem anderen kalt gemacht. Also können zwei, drei Gewehre eine Menge Schaden anrichten, besonders in diesem Terrain. Und die Hombres, die nicht erschossen wurden, hat die Landschaft gekillt. Weißt du, die Unidad mag ein bisschen lädiert sein, aber ich sehe nicht, wie die Rebellen einen Sieg ohne konventionelle Kriegsführung erringen wollen.
wäre nett, wenn die USA da helfen könnten, aber momentan ist es nicht gerade leicht für uns, hier einen Fuß in die Tür zu kriegen. Es muss erst etwas echt Dramatisches passieren. Ein richtiges Hollywood-Ding mit echt wichtigen Leuten. Wenn sowas passiert und die Aufmerksamkeit der Medien bekommt, dann können amerikanische Truppen hier in Bolivien landen. Ja, das haben wir schon mal gehört, bin ich der Meinung. Aber da hat er irgendwo recht, ne? Es muss immer erst was passieren, bevor man handelt. Und das verstehe ich halt auch nicht. Ich fahre. Aber wenn man jetzt so dieses Politische mal ankratzt, nur ankratzt, ist unwahrscheinlich viel dicke Luft überall zu spüren, egal wo man hingeht. Hoppala. Aber das ist stellenweise echt beängstigend, muss man sagen. Die Achse ist ein bisschen kaputt, ne? Oh, der hat den Drift besser hinbekommen. So, Leuchtrakete. Erfordert eine Unterstützung an wahrscheinlich. Verdächtigt. Rebellen sind auch unterwegs. Ach ja. Ist das alles? Wofür brauchen die hier oben Artillerie? Es ist der Kommandante. Da darf es schon mehr sein. Die Rallye-Streifen fehlen, aber da ist sicher Power unter der Haube. Vermutlich. Vorsichtig vorgehen. Lass mich mal kurz dahinter gehen. So, hier fühle ich mich wohler und habe ein bisschen mehr im Blick. Die Drohne. Drohne fliegt. Ich sehe noch einen Tango. Tango Nummer 3. Mit dem sind's 5. Da hocken auch noch welche. Hier im Gebäude wird noch einer sein. Da oben. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Den Einsatz aktiviere ich gleich einmal. Verhören Sie den Hauptmann, okay. Den Hauptmann müssen wir auf jeden Fall. Ah, ist ein bisschen schlecht. Wenn der da oben rumoxidiert. Mach erstmal die 2. Ich gehe in Position, eine gute Position. Ist da noch jemand? Ne, sind nur die 2, gell? Ich hab das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Greife Tango. Tango getroffen. Locker bleiben, alles ist gut. Wie kann man eigentlich das hier ausschalten? Nur zerstören, gell? Ich sehe 10. So, einen habe ich noch nicht erwischt. Doch, da. Jetzt haben wir alle. Oh, okay. Wie gehen wir vor? Weil das doch ein echt kleines Ding ist. Weil wir müssen darauf achten, dass hier ihr Kommandante nicht abhaut. Alles
sehen, bevor sie dich sehen. Alter, jetzt geben sie Gas. Shit, ein Scharfschütze! Roger, ich gehe auf eine neue Position. Ziel erfasst, hier markiert. Ah, oh, fuck. Kann mal keiner kommen, bitte? Boah, ich bin schlecht. Was ist denn da los? Das geht's ja gar nicht. Eins, zwei. Eieiei. Haufe Menschen da. Aber die Rebellen kommen noch. Zusätzlich. Das ist gut. Ich lieg hier hinterm Auto. Ja, die Rebellen greifen die Uni da dran. Ich hab den nicht gesehen. 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 Moment, ich komme. Granate, Granate! Danke. Halte durch, ich bin auf dem Weg. Ich sehe die nicht. Granate, Vorsicht! Diese blöden Lichter aber auch, ne? Ach du dickes Ei. Weg, 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 weg. Das machen sie halt auf GTA. Nimmt jetzt die. Nimm halt die Ausrüstung zu fix. Ah, ich stand zu nah dran. Ja, kann ich gebrauchen. Sturmgewehrschaft. Ruhig, Kamine. Pinche Cabron! Perate, Cabron, perate! Erzähl mir was Schönes, sonst hast du gleich ein Loch im Kopf. Tranquilo, tranquilo. Oh, geiles Bild. Ich hab da was Gutes. El Comandante hat einen Santa Blanca-Leutnant gefangen genommen. Er holt Informationen aus ihm heraus. El Comandante sucht nach Schwachpunkten des Kartells. Wo ist dieser Kerl jetzt? In einem Konvoi. Auf dem Weg zum Hauptquartier. Karte hier. Okay. Warte mal, war da gerade ein Heli auf der Karte?
Da. Wenn der kommt, haben wir... Runter, alle runter. Heli. In Deckung. Ah. Zählt die Mission noch oder nicht? Zählt die Mission oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ah, bitte, 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 bitte. Wir haben ja die Info bekommen. Und das war ja auch schon auf dem Ziel drauf. Ich hoffe, das hat er erkannt. Eieiei. Ah, das Gebiet ist doch recht schwer. Hätte ich mich doch mal ein bisschen zurücknehmen sollen. Gott im Himmel. Ja, wunderbar. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Entschuldigung. Boah, musst du kurz aufstufen. Tut mir leid. So. Ja, hat er sich gemerkt. Hat er sich gemerkt. Richtig gut. Schön, 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 schön. Sehr gut. Nur weil wir es können. Runter. Wo steht denn der Vogel? Ist der außerhalb oder ist er genau im Camp? Der steht genau auf dem Dach. Das ist doch gar nicht so gut. Der steht auf dem Dach, ne? Ja. Oh, 1, Dings. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Ich würde gerne den Heli mitnehmen. Wie komme ich denn da drauf? Yo, sehe einen Soldaten. Beim Helipad. Da. Wie kommt man denn da drauf? Ach, da ist die Treppe. Zurück mit dir, zurück mit dir. Zurück. Der Tango könnte dich sehen. Er macht gar nichts. Wir starten jetzt den Heli. Ich fliege. Der ist nur unbewaffnet. Wird sicher. So. Nee. Ist er jetzt da? Da fährt er. Er ist in Bewegung. Er richtet jetzt hier einfach eine Straße. Alter, der ist voll schnell unterwegs. Ganz kurz, habe ich nicht die Granaten? Objekte taktisch? Minen? Minen? Wie kann ich denn... Oh, fuck. Granate fliegt. Wie kann ich denn die Minen nutzen? Minen. Objekte taktisch ausrüsten. C4 wäre mir lieber. Ah, das kann ich wahrscheinlich nur an der Kiste, ne? Naja, jetzt nicht mehr. Oh, das... Anschnallen, Leute. Okay, auf geht's.
aufs Geschütz. Geschütz, Schütze. Komm. Die Patrouille nähert sich. Ja, ich weiß. Fuck, greife an. Die kriegen Verstärkung vom Kartell. Scheiße, das Ding brennt. Weg. Quédate quieto. Oh. Pinche puto. Ich mach dich fertig, cabrón. Ja, sicher, amigo. Ja, sicher. Da ist noch irgendwo so ein Unidad-Typ. Komm schon, amigo. Es sei denn, du willst hierbleiben. Wofür die Rettung, Culero? Ich hab das Gefühl, dass er mich so oder so killt. Kommt drauf an. Bist du artig? Shit! Lass mich gehen und ich zeig euch, wie artig ich bin, puto! Alter, wie knapp ist es denn bitte hier mit dem Heli? Viva, geh weg. Ich brauche einen oben auf dem Geschütz. Alter Finne. Ah, hier unsere alten Freunde. Sehr gut. Boah, das Ding lässt sich ein bisschen bescheiden fahren. Jawohl, Patrouille verloren. Hier fahren wir dann halt nochmal hin. Hi, Patrouille. Checkpoint. Einfach parallel zur Straße, das ist sehr geil. Ich hoffe jetzt nur, dass kein Zug kommt. Ah, ich muss hier runter. So. Auf die Kinder achten. Die sollen aus dem Weg bleiben. So, jetzt komm mit. Coopere y todo saldrá bien. Verhören. Listo. Was zur Hölle wollt ihr von mir? Bringt ihr mich um oder was? Liegt bei dir. Bist du bereit, dem Kartell eine Nachricht von mir zu bringen? Was willst du denn, dass ich sage? Sag dem Buchon, shit, sag's jedem, der zuhört, dass El Comandante abspringen will. Er sucht einen Weg, dem Kartell in den Rücken zu fallen. Was immer du willst. Ich gehe. Wir sind ein paar Narcos. Wo hast du sie? Alle Aufgaben erledigt. Wir sind hier fertig. Ziehen wir weiter. Okay. Sie aufgescheucht. Soldados 5
Alles klar? Für den Moment sah es ziemlich eng aus. So, Hammer. Zwei Stück gibt's hier. Einmal da. Au, am Ding. Das ist eine Unterkunft, glaube ich, die ich noch nicht entdeckt habe. Und wo gibt's den anderen? Da unten. Okay. Hier wäre das nächste Ziel. Alles klar. Einsätze. Ach, wir haben jetzt 1 von 3. Okay. Ach ja, Leute. Gut, wunderbar. Wir befinden uns hier. Verlasse den Bereich. Das machen wir. Nachdem ich die Waffe bekommen habe. Die war oben, ne? Dann hauen wir hier noch geschwind ab. Da ist sie doch. Nett. Die Zieloptik. So. Haufe Autos. Schön abgerollt. Okay. Halt, da ist noch ein Dokument. Das nehmen wir auch noch mit. Da oben. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Das ist der Typ, den wir verhört haben. Den registriert man halt noch. Wird wieder mal ganz oben sein. Hey, alles gut. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Was haben wir hier? Die Unidad ist eine Sondereinsatztruppe, die für den Krieg gegen Santa Blanca aufgestellt wurde. Eine Reihe von Kartellmorden hat General Barrow, den Leiter der Unidad, gezwungen, einen Deal mit El Sueño einzugehen. Die Unidad lässt Santa Blanca so lange gewähren, wie kein Blut vergossen und das Kokain nur außerhalb des Landes verkauft wird. Naja, fürs Blutvergießen sind wir erst bei Bier dran. So... Das wäre jetzt übelst nice, wenn hier ein Heli stehen würde. So. Und wieder runter. Kommt mir da. Dup, 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 dup. Ja, jetzt ist das Ding bis da reingerollt. Punkte, ne? Dennoch muss ich den Bereich noch verlassen. Haben wir ja quasi gleich. Hier gibt es noch eine Info. Untersuchen. Na gut, nehmen wir den Heli. Hey. Wer will dem Kartell eins auswischen und einen Versorgungsheli für die Rebellen kapern? Dadurch gewinnen wir doppelt. So, da unten steht ein Karren, den nehmen wir doch gleich. Ein Van sogar. Los geht's. Bowman, wir haben einen Kartellleutnant befreit und ihn verklickert, dass El Comandante hinter seinem Boss ist. Das macht ihm Druck und wir kommen leichter an ihn ran. Da haben sie aber mächtig Lärm gemacht. Der Satellit zeigt uns einen Haufen Fahrzeuge, die das Santa Blanca Lager in ihrer Nähe verlassen. Sieht so aus, als wollte sich das Kartell El Comandante vorknöpfen. Haben Sie einen Standort für uns? Ich sende Ihnen jetzt die Koordinaten. Noch etwas. Ich will wissen, wer das Arschloch ist, wenn Sie ihn haben. Laden Sie ein Bild von El Comandante hoch, damit ich ihn identifizieren kann. Geht klar. Wir richten ihn extra hübsch für Sie her. Okay. Jetzt kommt da auch noch ein Auto. Hm. Die werden dich sehen. Weg da. Die Drohne ist oben. Hab
noch ein Tango. Und das macht drei. Verstanden. Und lass mich in Position gehen. Gehe auf neue Position. Das macht fünf. Roger, Ziel markiert. Okay, Ziel markiert. Bin schussbereit. Eröffne das Feuer. Die sehen ein bisschen nervös aus. Das ist auch gut so. Tenemos fuerzas hostiles en el área. Preparen el ataque. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Die Unidad nähert sich. So. Und hier ist der Orden. Sehr schön. Jawohl. Drei Fertigkeitspunkte hat es gegeben. Wunderbar. Ich würde jetzt doch schnell den Orden holen. Dann kriegen wir die Stunde voll. Vielleicht noch auf der Karte markieren. Weil guck mal, so weit ist das gar nicht. Ah. Was ist da unten? Ohne mich weitergehen. So. Oh, das war vielleicht doch kein... Das war vielleicht nicht ganz die beste Idee, die ich je hatte. Aber... Oh, Glück. Ach Gottchen. Ich wollte doch noch den Orden haben. Da wollte ich jetzt zu viel, gebe ich zu. Alles klar. Oh, ist schon eine längere Folge jetzt, aber gut. Wunderbar, machen wir hier dann jetzt Feierabend. Holen wir den Orden später. In der nächsten Folge, hätte ich gesagt. Alles klar. Jetzt warte ich noch, bis ich im Safehouse bin. Oder an dem Punkt, wo ich gestorben bin. Mal gucken. Brauche jetzt gerade ein bisschen. Mhm. Wo stehen wir? Wo sind wir? Hier auf der Hälfte. Ja. Das geht so stufentechnisch darunter, gell? Ja, da komme ich ja nie rüber. Nur runter. Alles klar. Ich würde sagen, machen wir hier erstmal Folgenende. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen, auch wenn ich mal wieder etwas ruhiger war. Aber wir haben einiges geschafft. Beziehungsweise auch nicht, weil dieses Gebiet ist wirklich hart. Ich wünsche euch einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Ghost Recon Wildlands. Ciao, macht's es gut.